Bevor das Interview losgeht, ist mir wichtig zu sagen, ich bin sehr aufgeregt und ich habe vor solchen Situationen große Angst. Ich wünsche mir für viele Menschen, dass wir uns mehr und mehr trauen, über solche Grenzen hinwegzugehen und einfach uns zu öffnen, uns zu zeigen, auch wenn es gefühlsbetont wird. Jetzt kann das Interview losgehen. Ja, lieber Uwe, ein paar Fragen zur Beteiligung bei Real Utopia. Was motiviert dich am meisten, bei Real Utopia mitzumachen? Ja, das grundsätzliche Thema ist seit 12 Jahren mein Thema. Wie kann ich dazu beitragen, dass die Welt besser wird, dass die Natur uns erhalten bleibt und dass Menschen in Frieden zusammenleben und wirklich menschlich. Das andere ist das Zusammenwirken mit Menschen. Das finde ich ist für mich schön und auch eine große Herausforderung, da so ein Kunstwerk zustande zu bringen. Und das dritte ist die Herausforderung, wenn so ein Medienriese ein Vorhaben hat, dass wir uns als kleines Kätzchen neben diesen riesen gut ausgestatteten Löwen stellen und einfach auf unsere Art und Weise mutig dem auch entsprechend unseres daneben setzen. Ja, schön. Sagst du uns bitte ein paar Sätze zu deiner Person und deinem Werdegang? Wie alt, welche Grunderfahrung in deiner Entwicklung, Beziehung, Kinder? Ja, erstmal ist für hier wohl wichtig, ich komme aus einer mittelständischen Familie und ich kenne Großfamilie, ich kenne zerrissen oder sich zerreißen lassen der Familie durch Kapitalismus, durch das Beugen dem Druck vom Arbeitsmarkt und dem Thema Konsum und vermeintlicher Lebenssicherung materiell. Christlich aufgewachsen, da sehr viele Werte mitnehmen dürfen. Dann in die Protestphase gegangen und auf die Art und Weise versucht, durch viele Demonstrationen, gerade wo die atomare Rüstung auch das Thema Atomkraft so stark publik geworden sind. Bewusstseinstraining war die nächste Phase, wo ich mich damit befasst habe, mit der Veränderung, die sehr wichtig in mir selber ist. Und seitdem ich auf dem spirituellen Weg bin, ist für mich das Innen und Außen eines und die Arbeit an mir selber und die Arbeit an der äußeren Gestaltung und auch Heilung, so sage ich dazu, an der Erde, sind für mich seit 12 Jahren ja, Selbstverständlichkeit in meiner Aufmerksamkeit. Ja, Beziehung. Ich finde das Thema Liebesbeziehung sehr wichtig, Mann und Frau. Und freue mich da auch jetzt wieder auf einem schönen Weg sein zu können. Und Kinder habe ich keine eigenen, bin aber sehr gern mit Kindern zusammen und finde auch das Thema Kinder und Jugendliche unter den oben wichtigen Themen. Ja, sehr schön. Wie hast du von Real Utopia erfahren? Ja, es ist das Angebot an verschiedene von uns, von Schenkerbewegung herangetragen worden, auch an mich da mitzumachen. Und wir haben einige von uns haben von vornherein gesagt, ja, allerdings mit der Möglichkeit, das, was wir sowieso schon machen, mit einzubringen. Wir sind nicht mit dem Sender übereingekommen, aber haben wir uns dann entschlossen, eben dieses eigenständige Projekt zu machen. Was für Vorstellungen von einer besseren Welt hast du? Das möchte ich ganz knapp beantworten. Die bessere Welt ist für mich, dass wir die Natur als Lebensgrundlage angemessen achten. Dass die Weiterexistenz von uns Menschen hier langfristig von uns aus gesichert sein kann. Und das andere ist die Entwicklung, deutliche Entwicklung zu mehr und mehr Friedfertigkeit, Solidarität, Miteinander, Achtung und Respekt zwischen uns Menschen. Du hast es jetzt schon ein bisschen zusammengefasst, aber
Wenn du nochmal sagen solltest, was für dich dabei im Mittelpunkt steht, welche drei Dinge müssen in der besseren Welt sein? Es muss die Natur absoluten Vorrang haben und es muss das Gemeinwohl unter uns Menschen den absoluten Vorrang haben vor Einzelinteressen oder gar vor kapitalistischen, vor Macht- und Profitinteressen. Und das Dritte, jetzt kann ich mir willkürlich noch etwas aussuchen, auf jeden Fall, dass wir, ich würde es so sagen, dabei Mensch bleiben, auch genügend Lachen in unserer Kreativität sind. Ja, was bedeutet für dich Natur? Was für ein Verhältnis hast du zu ihr? Die Natur ist für mich, ich möchte mal sagen, wie eine Mutter und ich übe mich darin, sie besser und besser kennenzulernen und mich auch besser und besser in ihr zurechtzufinden, angemessener und angemessener meinen Platz als Mensch einzunehmen. Was tust du gerne? Welche Aktivitäten erfüllen dich? Ich bin gerne mit Menschen zusammen seit Kind an und spiele gerne, habe gerne Spaß, Freude, Humor, bin gerne kreativ mit Musik, mit Singen, bin auch gerne, sehr gerne in der Natur und entdecke die Natur. Ja. Was wünschst du dir für das menschliche Miteinander? Oben an halte ich für wichtig, dass wir Menschen mehr und mehr die Bereitschaft entwickeln, uns so zu nehmen, wie wir sind und das als Herausforderung und als auch als Chance eines immer besseren Miteinanders zu betrachten. Und ich meine selbstverständlich, dass wir dabei einerseits die Gewalt mehr und mehr, die zerstörerische, verletzende Gewalt mehr und mehr sein lassen und uns auch mehr und mehr drin üben, was ja braucht der Einzelne oder die einzelnen Gruppen von uns und dass wir mehr zu einem Wir kommen, auch einem Denken in Wir und die Bereitschaft, die Fähigkeit vermehren, unser Ich, unser Ego immer wieder beiseite zu schieben. Wie soll Politik und Wirtschaft aussehen? Wie wird die große Linie des Zusammenlebens geregelt? Wer gibt den Ton an? Wie wird entschieden? Wie werden Konflikte geregelt? Leitlinien in Politik und Wirtschaft sehe ich in diesen zwei Dingen ebenfalls Natur, Gemeinwohl. Mit Entscheidungsprozessen, Umgang mit Macht, meine ich, haben wir zu experimentieren. Ich sehe als eine sehr interessante und auch sehr schöne Form die Basisdemokratie und das Ganze in Räteform, wo dann die kleinen Gruppen aus 5 bis 20 Leuten in etwa sich zu Themen eine Meinung, eine Haltung bilden und dann einen Abgesandten in einen sogenannten Rat senden, wo dann über das Thema weiterverhandelt wird. Also quasi mehr und mehr, dass wir uns drin üben, von der zentralistischen Machtausübung zu einer vielfältigen, an vielen verschiedenen Orten, viele verschiedene Gruppen, die sich untereinander auch so in Kontakt setzen, dass sie zu Entscheidungen von Tragweite für große Regionen, letztendlich für die ganze Erde kommen können. Glaubst du an Gott? Bist du religiös oder spirituell eingestellt? Was sind deine höchsten Werte? Woher nimmst du deine grundlegende Energie? Was trägt dich, auch wenn alles andere zusammenbricht? Mir fällt gerade ein, zur vorherigen Frage Wirtschaft, noch sehr wichtig. Eine Wirtschaft, in der wir mehr und mehr die Bedürfnisse sämtlicher, einerseits Menschen und aber auf der anderen Seite natürlich der Natur, der anderen Mitgeschöpfe, beachten, wahrnehmen und auch entsprechend so umsetzen. Ja, und jetzt nach der Frage von diesem zentralen Thema Gott, Sinn des Lebens, Orientierung. Es ist für mich Grundvoraussetzung, dass ich diesen Weg gehen kann. Meine Gottgläubigkeit und auch das ja, Ziehen, das mich versorgen lassen von Energie über diesen Kanal. Gott
ist für mich ein Geheimnis, hat für mich weder Form noch kann ich angemessen Bild dafür benutzen, sondern es ist immer wieder neue Überraschung. Es ist für mich erfahrbar in der Lebendigkeit allen Seins und in meiner Herzensmitte, so kann ich es am besten beschreiben. Es mag durch ein Ritual verdeutlicht werden, dass ich mal jetzt eben auch so zu veranschaulichen versuche. Wenn ich Entscheidungen von Tragweite treffe und auch wenn ich jeden Tag in der Früh beginne, dann sammle ich mich in meiner Mitte und biete quasi Gott oder dem Leben, so kann ich auch sagen, das, was ich den heutigen Tag oder das, was ich jetzt vorhabe, an, dass es in der Harmonie des Lebens stehen soll, dass ich es nicht in erster Linie aus Eigeninteresse, sondern in Harmonie von mir als Individuum, als Wesen in diesem großen, ich sage jetzt mal Getriebe, auch steht. Und da bin ich dann achtsam drauf, ob ich die Antwort empfange wie ein inneres Ja, dass dieses Vorhaben jetzt auch wirklich dran ist. Und meistens ist das auch so. Und manchmal werde ich mir dann gewahr, dass das, was ich jetzt gerade am Planen und am Beginn des Durchführenwollens bin, dann doch nicht dran ist. Und dann lasse ich es bleiben. Und das mag möglicherweise ganz gut verdeutlichen, so wie meine Haltung gegenüber Gott oder dem Leben insgesamt ist. Das Zentrale ist für mich dabei eine ständige Achtsamkeit, ein ständiges, das hat viel mit dem Herzen zu tun, ständiges Wahrnehmen und immer wieder lernen und hier und da auch mal korrigieren und immer wieder aufs Neue auch die Überraschung, was jetzt kommt. Ja, bist du in Gruppen oder Bewegungen aktiv? Ja, mein Herz habe ich in der Bewegung für ganzheitlich nachhaltiges Leben. So nenne ich in der Zwischenzeit die Schenker-Bewegung, unter der sie doch sicherlich viel mehr bekannt ist unter dem Namen. Seit 12 Jahren und dort auch im Projekt Friedensgarten, Gemeinschaftsprojekt in Pomritz mit einfachem Leben und auch ein großer Teil eben Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin auch sehr engagiert mittlerweile bei Terrania, dem Bündnis Freie Erde, dort in unserem staatsähnlichen Projekt Körperschaft des öffentlichen Rechts der Räterepublik Friedensgarten ohne Territorium mit Verfassung. Könnt ihr nachlesen unter www.friedensgarten.terrania.org. Und regional vor allem bei ATTAC und bei der Bewegung des regionalen Sozialforums, bei der Mahnwachenbewegung jetzt auch seit 3 Monaten, weil ich es eine aufgrund der aktuellen Situation, gerade mit dem Thema Ukraine, verbrennend wichtig finde, dass viele, viele Menschen aufstehen und ihr Gewicht mit dafür einlegen, dass wir Frieden behalten. Ja, die Gemeinschaftsszene ist mir auch, weil da doch viele Menschen mit einem ähnlichen, viele Gruppen mit ähnlichen Ansätzen sind, ist mir auch sehr am Herzen gelegen. Ja. Woher informierst du dich? Plattformen, Medien, Menschen etc.? Ich möchte es hier keine einzelnen nennen, sondern ich gucke halt bei der Art des Informierens, wer gibt mir diese Information und ist das eine zuverlässige Quelle, wie gut wurde recherchiert. Und bestimmte Zeitschriften, Internet spielt auch eine große Rolle. Ich will jetzt mehr darauf betonen, dass ich mir die Qualität der Information sehr genau anschaue, als dass ich jetzt spezielle Medien nenne. Welche Stärken hast du? Was kannst du gut? Was kannst du anderen lernen, geben? Ich wünschte jetzt einen sehr strukturierten Vortrag über ein Thema.
das sich in sehr viele Schubladen einordnen lässt, zu halten. Ich glaube, sowas kann ich gut. Und ja, ich glaube, so in der Kreativität, das ist auch eine Stärke von mir. Ja, Kreativität, Fantasie. Gut. Was möchtest du besser können? Was sind deine Lerngebiete, deine Baustellen? Ich möchte so etwas wie jetzt, wenn ich da so gefilmt werde und mich so zeige und öffne, ich möchte das viel, viel gelassener und lockerer können. Ich möchte im Umgang mit Menschen ja viel mehr soziales Geschick haben und nicht, ich komme mir manchmal da sehr trampelig vor und oder einfach, ja, wie soll ich sagen, tapsig und ja, das sind solche Dinge, wo ich noch sehr an mir arbeiten möchte. Was möchtest du am Ende unserer Dreharbeiten sagen können? Ja, einerseits möchte ich sagen können, ich habe mein Bestes getan. Auf der anderen Seite möchte ich auch sagen können, wir haben es geschafft, die Zeit gut zu nutzen miteinander, uns gut kennenzulernen, was Gutes auch daraus zu machen. Und es würde mich sehr freuen, wenn daraus etwas entsteht, Filmbeiträge entstehen, die mithelfen, hier auf dieser Welt Wesentliches zu bewegen. Alles klar, lieber Uwe, herzlichen Dank für dieses Interview. Ja, danke auch.